Moin, ich bin Uwe von T&T Tesla und ich habe ja in den letzten Videos geschrieben, wo mich jemand angemacht hat, dass ich nicht genügend erklärt habe von dem Auto, was ich gerade untersucht habe und dass es einfach, dass eine Frechheit ist, dass ich die ganzen Informationen, die ich sonst immer bringe, nicht bringe. Ich habe gedacht, das wird euch langweilig, tatsächlich. Aber ich mache einfach so weiter. Heute wieder eine Kaufberatung und ich habe ein Auto gefunden, beziehungsweise der Thorsten hat ein Auto gefunden in Gronau an der holländischen Grenze. Komisch, ja, ist ein holländisches Auto. Ihr wisst ja, die gibt es im Moment günstig, weil die Holländer jetzt vor Jahresende noch alle ein neues Auto bestellt haben bei Tesla wegen einer Steueränderung. Das Auto wird verkauft von der Firma Exclusive Cars. Exclusive Cars, da muss ja ein riesen Schuppen sein mit Autohaus und Glas. Glaspalast und allem bei dem Namen. Ich bin mal gespannt, was ich da vorfinde. Oftmals sind die Namen ja immer enttäuschend und das sind einfach nur irgendwelche Buden. Ich konnte mich da nicht so richtig schlau machen vorher. Der Besitzer heißt Erkan und den werde ich nachher treffen. Mal gucken und den Thorsten werde ich auch treffen. Ihr seid dabei. Es handelt sich um einen P85 in einem dunklen Blau mit beigem Leder. Da guckt ihr, das erinnert euch bestimmt an das Video, wo ich den, wie hieß er noch, Markus? Ich glaube Markus, davor bewahrt habe, den richtigen Schrott zu kaufen. Aber das ist nicht das gleiche Auto, definitiv nicht. Und ich werde es vor Ort untersuchen, so gut ich kann. Und ihr seid dabei. So, wir sollen gleich da sein. Ich bin mal gespannt. Es ist noch früh, ich bin eine Dreiviertelstunde zu früh. Und da ist schon mal eine Tankstelle da hinten. Da. Exclusive Cars. Ach, das ist ein ehemaliges Autohaus. Ach, da stehen sie auch schon. Autos. Uiuiuiui. Also schön aufbereitet. Das gucke ich mir jetzt erstmal an. Kleines, kuscheliges Autohaus mit einem geilen Tundra hier. Da muss ich auch mal nach dem Preis fragen. Ist hier alles voll mit Tesla. Hier liegt auch schon Strom. Ich hatte nämlich gefragt, ob ich laden kann. Man muss ja immer dafür sorgen, dass man Strom hat. Und dann komme ich hier rein und keiner ist da. Noch ein Tesla, noch ein Tesla, noch einer. So sieht das gut aus, ein bisschen eng, aber das ist egal, solange das Qualität ist. Ja, jetzt suche ich mal den Besitzer. Der ist nicht da. So, angeschlossen bin ich. Er lädt. So, das Objekt der Begierde steht hier vor uns. Das ist Atlantic Blau Metallic, ein P85 mit beigem Leder. Na, haben wir noch den richtigen Schlüssel? Ja, haben wir. War richtig. Und dunklen Pipes an der Seite mit Mittelkonsole, Klavierlack schwarz. Und Schiebedach, Alcantara-Himmel. Das Auto sieht auf den ersten Blick sehr gepflegt aus. Aber das kann natürlich täuschen. Der ist natürlich frisch aufbereitet, wie Händler das immer gerne machen. Hier hakt schon mal ganz leicht die Scheibe. Geht nicht schnell genug runter. Das haben sie öfter mal. Gerade bei der Fahrertür. Weil die ja des Öfteren bewegt wird. So, was haben wir denn hier für eine Ausstattung? Wir haben hier noch das alte V8. Ups. 155 gelaufen, P85, Fahrgestellnummer 21330, also das wird ein 2013er sein. Und wir haben Luftfederung und Sonnendach. Und haben wir dann auch ein Soundsystem, das muss ich erstmal wieder in einem alten Menü hier zurechtfinden.
da. Ja, er hat ein Soundsystem. Das sieht man hier an dem Dolby-Zeichen. Der riecht sehr gut. Aber wie gesagt, der ist aufbereitet. Leder scheint soweit heil zu sein. Himmel ist heile. Da fangen wir nochmal gleich an mit dem Schiebedachttest. Ob es rattert wie immer. Ratter, ratter, ratter. Rattert nicht? Rattert nicht. Das hab ich fast noch nie gehabt. Es rattert nicht. Es rattert nicht. Ich mach mal kurz die Ofeneinstellung rein, damit die hier gleich wissen, wie das im Winter funktioniert. So. 23 Grad. Mehr braucht man nicht. So, wunderbar. Das war's. Heizung läuft. So, ja, dann prüfe ich jetzt mal die ganzen einzelnen Sachen, wie zum Beispiel Lackstärke, Leder, wie das Leder aussieht und so weiter und so fort. Und nachher kriegt ihr ein Ergebnis von mir. Hier sind ja so viele Tesla, ist ja cool. Muss ich noch ein paar mehr angucken. Die 21er und das Problem, das hier ist anscheinend ein Aufbereiter, der sich nicht lumpen lässt. Die Felgen sind aufbereitet und haben so keinerlei Beschädigung, die man sofort sieht. Guckt man genau hin, sieht man schon welche. Bereifung ist, naja, Tesla typisch so lala. Reifen laufen meistens außen oder auch teilweise innen ab. Hier sieht man natürlich auch schön, wie der Nups hier überlackiert wurde. Aber die Felgen sehen so sauber aus, sind glatt. Bereifung hinten. Schon besser als vorne. Wichtig ist immer, dass die Felgen halt nicht stark beschädigt sind oder eine Unwucht haben. Dann ist es so, dass sie dann doch ersetzt werden müssen. Ja, die Bereifung hinten schätze ich auf 70%, vorne auf 50%. Das ist nicht außergewöhnlich. Es muss ja nicht immer neu sein alles. Ja, weiter. Scheinwerfer sind trocken. Er hat Einparkhilfe und er hat elektrisch einklappbare Spiegel. Also ist es entweder ganz spät 13 oder Anfang 14. Weil das hatten sie ganz zu Anfang nicht. So, hier ist ja auch der Thorsten. Genau. Hallo. Und da kommt auch, pass auf. Guten Morgen. Musst du ihn kurz sagen. Warte, warte, du kommst jetzt in die Kamera. Du bist Erkan. Hi. Tachchen. Ofe. Erkan Yilmaz. Hallo. Auch die Dame zuletzt, tut mir leid. Ja, das haben wir verbockt, ne? Das haben wir verbockt. Das haben wir verbockt. Tut mir leid, das schneide ich raus. Genau. Also du bist hier die Nummer 1 heute, das ist klar, ne? Das ist klar, auch wenn ich das verbockt habe. Ja, ich bin schon am Prüfen. Schön. Gucken uns das Auto an. Und dann kommen wir rein, ne? Wie super. Immer. Ja. Bei allen Autohäusern. Soll ich vielleicht einfach mal, aber nee, die können wir zuordnen. Wir haben die Fahrzeugpapiere schon mal drin liegen. Dass ja. Wir jetzt in dem Gewirr auch wissen, welches Auto für euch interessant ist. Ja. Aber ich bin im Büro. Alles klar. Falls ihr was benötigt, gebt ihr mir zu. Machen wir. Ich habe da schon mal angeklemmt, da war keiner hier eben. Ah, super. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Selbstverständlich, das hatten wir so vorbereitet. Genau, alles klar. Bis danke, bis gleich. So, hier seht ihr nochmal den riesen Schrank in den alten Modellen. Ist das geil? Jedes Mal freue ich mich darüber. Da kannst du dich reinlegen. Ich glaube, da passe ich rein. Irgendwann mache ich das nochmal. Soll ich das mal machen? Horst Lüning drückt 100 Kilo und ich setze mich hier vorne in den Schrank, oder? Ich glaube, geht nicht. War eine scheiß Idee. Aber ist cool. So, P85 hat natürlich richtig Druck. Hier müssen wir aufpassen, hier ist ein Blitzer. Der ist am Stempeln hier. Leute, kauft euch P85. Die S85 sind auch geil, aber die P's, die drücken richtig im Gesicht. Warst du bereit? Einer hinter uns? Nee, ne? Straße ist einigermaßen trocken. Fertig? Hört ihr? The sound of the future? Das ist der Blitzer. Fahrradtausch. Bist du groß? Ja.
reinperren. Mal runter hier, stehen bleiben, dann gehen hinter einer. Geht. So, langsam. Und. Dreh durch, geil! Wo war der Blitzer? Da sind wir schon dran vorbei. Ja, super. Wir haben die Probefahrt gemacht, wie ihr gesehen habt. Ich habe den Lack gemessen. Wir haben hier einen leicht erhöhten Lackauftrag auf dem Seitenteil links und auf dem Kotflügel vorne links. Alles andere an diesem Fahrzeug ist Originallack, was sehr gut ist. Man kann hier einen leichten Kratzer sehen. Hier, vielleicht könnt ihr das erkennen. Das ist wohl der Beginn des Kratzers, der dafür gesorgt hat, dass das Seitenteil lackiert wurde, weil es halt weiter vorsteht. Also nichts Schlimmes, Lack ist in Ordnung. Ich konnte keinen Unfallschaden feststellen. Das erkennt man ja als Profi zum Beispiel an gewechselten Schrauben oder Schraubenköpfe, die andersfarbig sind. Oder wo die Schraubenköpfe, hier zum Beispiel hätten wir dann leichte Rostschäden schon. Aber hier ist alles original. Das Fahrzeug ist sehr gut, ist sehr gepflegt. Jetzt lege ich mich noch mal unter. Wir haben leider keine Bühne hier. Es gibt ein paar neuralgische Stellen, die muss ich mir angucken und dann muss ich preisverhandeln, oder? Genau. Da muss was gehen. Nach Sichtprüfung gut. Kalt ist hier. Feucht, ne? Ich komm mal wieder hoch. Querlenker haben nicht Spiel. Typisches Spiel, was die Tesla-Querlenker ab und zu mal haben, hat er nicht. Ja, jetzt lesen wir den Akku aus. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Dein neues Auto, ein P85 in Atlantikblau mit beigem Leder. Wir haben hier noch die ganze Zeit runtergehandelt. Wir reden nicht über den Preis, braucht ihr auch nicht fragen, warum. Möchte der Kunde nicht, was ich auch verstehen kann. Auf jeden Fall ist der Preis gut und akzeptabel. Absolut. Und es ist alles dabei, was du brauchst. Was haben wir noch rausgehandelt? Eine schöne Garantie. Eine Vollgarantie haben wir rausgehandelt. Dann noch der rote Ladeadapter, den haben wir rausgehandelt. Und noch mehr, was war das noch? Ein paar hunderte Euros, deutsche Papiere, TÜV, brauchst nur zulassen. Ganz genau. Herzlichen Glückwunsch. Warte, machen wir den Link. Danke. Für die Kamera ist das gespiegelt verkehrt. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.